Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Wir haben einen weiteren Schiffsguide für euch und diesmal geht es um ein echtes Kampfschwein, wie Dozer sagen würde. Es geht um die Aegis Retaliator. Und da geht es wirklich um die Retaliator-Bomber-Version, also die militärische Version. Die ist nämlich angeblich schon 400 Jahre alt. Ein wahres Museumsstück, wurde aber immer abgedatet und kämpft heute noch in den Staffeln des UEEs. Ja, und das schon seit den Tevarin-Kriegen, damit wäre sie älter tatsächlich als die Hornet, ist kaum zu glauben und wird jetzt auch dann in zivilen Varianten ausgeliefert, das bedeutet mit Modulen, die man dort einsetzen soll. Darum soll es heute nur sekundär gehen, wir gehen jetzt nämlich zur Rolle dieses Heavy Bombers, wie er bei RSI selbst bezeichnet wird. Ja, und das ist also tatsächlich ein Multicrew-Schiff und so wie es aussieht, vor allem gegen Großkampfschiffe gedacht. Ein Multicrew-Schiff in der kämpfenden Rolle und ich würde sogar sagen, wir haben es hier mit einer strategischen Waffe zu tun oder einem strategischen Bomber, denn wir können wirklich sehr, sehr große Schiffe empfindlich treffen oder sogar Strukturen angreifen, wie Raumstationen damit zerstören oder Bodenziele ausschalten. So ist es. Mit 71 Metern Länge und einem Gewicht von 188 Tonnen ist die Retaliator wahrlich kein Leichtgewicht. Ehrlich gesagt, die 188 Tonnen können wir selber nicht so richtig glauben, weil eine Constellation wiegt fast halb so viel. Ja, das erscheint so ein bisschen jetzt wie ein Fehler hier in den Stats. Wir haben tatsächlich trotz des Gewichts ein sehr, sehr gutes Flugverhalten. Das Schiff steuert sich wesentlich besser als eine Constellation. Wir beschleunigen sehr, sehr gut, wir rollen schnell, wir können gut straven und das Schiff soll in der Lage sein, Großkampfschiffe einzuholen und dann zu stellen. Ja, es fliegt sich also fast selbst wie ein Jäger und dann erweitert um ein großes Waffenarsenal von Torpedos, die in zwei Bombbays angebracht sind, inklusive der Launcher, kann man dann wirklich großen Schaden erwarten. Allerdings jetzt aktuell im Spiel noch nicht, denn Jägerziele und auch eine Constellation sind sehr schwer zu treffen aktuell. Das ist auch gar nicht der Sinn dieser Torpedobewaffnung und da ist es dann so, dass wir auf die Türme angewiesen sind. Wir haben noch 5 mittlere Türme mit 10 leichten oder mittleren Lasern, die angebracht sind. Aber wenn man die einsetzen will, erfordert das eine gute Kommunikation zwischen dem Piloten und den Schützen, weil sonst trifft man damit nichts. Wenn man sie gut einsetzt, hat man ein gutes Anti-Jägerschild. Ja, das in jedem Fall. Allerdings begrenzen sich damit auch schon die Möglichkeiten, die eure Crew an Bord der Retaliator machen können. Wir haben jene 5 Türme, wir haben zusätzlich noch eine Engineering-Konsole im Schiffsrumpf selbst und ein einsitziges Cockpit, was für uns immer noch die Hauptkritik daran ist, denn was macht die Crew während der langen Reise zum Ziel hin? Es ist wirklich ein Multicrew-Schiff, was nur fürs Kämpfen ausgelegt ist. Und da haben dann wirklich die anderen Besatzungsmitglieder fast nur die Aufgabe, die Türme zu bemannen oder vielleicht Notfallreparaturen an dem Launcher-System vorzunehmen. Man wird sich wahrscheinlich ein bisschen langweilen auf langen Missionen. Die Reichweite soll sehr, sehr groß sein und wir denken hier sofort von der Rolle her an ein B-17 Flying Fortress Bomber aus dem Zweiten Weltkrieg. Da drinnen fühlt es sich auch ähnlich an. Ja, das Ganze ist so gedrungen und so verbaut an Bord dieses Schiffes, dass wir ein U-Boot-Gefühl haben und uns kaum richtig bewegen können. Ja, und das ist sicherlich auch noch ein Punkt, wo man sagen kann, da wäre vielleicht noch ein bisschen Optimierungsbedarf da, weil man verläuft sich nämlich an Bord auch sehr gerne mal. Dazu kann man sagen, ja, ein wenig Modularität kommt in das Schiff da rein, weil es jetzt auch Module dafür gibt. Das heißt, wir können zum Beispiel 2 Frachtmodule statt der Torpedo-Base einsetzen. Damit kommen wir aber trotzdem nur auf 128 SCU Ladekapazität. Und als kleiner Tipp nebenbei, eine Hull B, die 90 Dollar kostet, hat schon 348 SCU-Ladekapazität. Das heißt, ein effizienter Trader wird dieses Schiff trotzdem nicht, auch mit seiner zivilen Ausstattung, zumal man dann alle offensiven Qualitäten wirklich verliert. Wir haben nämlich sonst keine Hauptbewaffnung an der Retaliator. Nee, der Pilot ist dann wirklich nur auf die Türme angewiesen. Das heißt, das Schiff wäre dann ein rein defensives Schiff, was wahrscheinlich beim Transport relativ schnell ist. Genau. Wir kommen damit auch schon zum Fazit. Der Retaliator-Bomber ist wirklich eine strategische Waffe und da würde ich auch die Rolle ganz klar verortet sehen. Welche NPC-Missionen da jetzt vorstellbar sind, ob man dann später Vendul-Schiffe, größere Vendul-Schiffe jagen kann oder nicht, das wissen wir leider zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Deswegen müssen wir erstmal davon ausgehen, dass dieses Schiff eine relativ große Orga braucht, die das ganze Schiff supportet und dann kann diese Orga dieses Schiff wahrscheinlich als Offensivwaffe oder als Drohung einsetzen. Genau, die ansonsten Allrounder-Qualitäten der Retaliator sind begrenzt, sie sind
da. Man kann ein bisschen was erweitern, aber sie sind eben sehr begrenzt. Und wie gesagt, ihr müsst auch gucken, dass ihr dann eure Crew bei Laune haltet bei eventuellen langeren Flügen. Das ist sicherlich eine Aufgabe für euch, aber jetzt schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ihr von der Retaliator haltet, wie ihr sie jetzt aktuell im Spiel erlebt. Ansonsten liked oder disliked die Episode, je nachdem, wie sie euch gefallen hat. Abonniert natürlich den Channel, wenn ihr bei Star Citizen up to date bleiben wollt. Und wenn ihr uns als YouTube Creator unterstützen wollt für Star Citizen, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil. Das würde uns sehr, sehr freuen. Ja, und in dem Sinne würde ich sagen, Weezen und Sawyer verabschieden sich bis zum nächsten Schiffsguide mit einem gemeinsamen See you on the flight deck!